Freunde, herzlich willkommen zum heutigen Video hier auf dem Lattensepp-Channel. Wir gucken heute 7 Girls Blind Date mit Amar und mit dieser riesigen Schüssel von Nudelsalat. In dem Sinne, Rainer. Macht jemand von euch Onlyfans oder ähnliches? Das ist Amar und er datet heute. Alter, hey, woher wusstest du, dass ich Red Bull Partner bin? Digga. Gleichzeitig. Jede Runde fliegt eine raus und der Vorhang geht nach und nach weiter nach oben, denn am Ende bleibt nur eine. Nö, das ist doch Basti. Stell dich doch mal vor. Wisst ihr, was die... Okay, wildes Schambild. Wisst ihr, was die krankeste Scheiße ist? Das da, was wir gerade sehen, dieses stell dich mal vor, drehen die danach. Die haben schon alles gemacht, als, an dem Punkt, wo sie das machen. Digga, das hat mich so verwirrt, als wir da waren. Es ging einfach los dann auf einmal. Wie stellt man sich denn vor? Hi, ich bin Amar, ich bin Streamer, Gentleman, coolster Typ der Welt und ich werde dein Herz klauen. Oh Mann. Sehr gut. Was sind deine Red Flags? Wenn sie kein Fortnite spielt. Und was suchst du in einem Girl? Tatsächlich mag ich kuscheln. Oh mein Gott, ich bin Amar, ich bin so süß. Ich mag kuscheln. Bruder, wer mag kein Kuscheln? Opfer, wer kuscheln nicht mag. Ja, ich mag Wasser trinken. Boah, krank. Ey, bitte wirklich, an den Cutter, bitte, Bruder. Wir brauchen at some point mal einen neuen Song. Ich kann ihn nicht mehr hören. Okay, ich bin ready. 3, 2, 1. Was ist deine erste Reaction? Oh, stabil aber die Folge. Ey, Real Talk, ich finde, glaube ich, alles cool. Die 6 ist halt ein bisschen sehr outgoing, ein bisschen sehr extrovertiert, sag ich mal, vom Look her. Wäre mir, glaube ich, vielleicht ein Stück zu viel, aber könnte ein sehr freshes Outfit sein. Und die 7, finde ich, sieht ein bisschen goofy aus. Aber wir gucken mal. Ich muss aber sagen, es gibt so ein paar Schuhtypen, die mir gar nicht gefallen. Veni, immer neue Outfits, cool. Veni ist heute nicht dabei. Das sind tatsächlich alle. Nein! Alle Schuhtypen gefallen mir nicht. Lava nicht. Ja, ja. Aber das sind ja nur Schuhe. Ja, also ja, okay. Am Ende des Tages, also was sagt das denn über Menschen? Mann, Digga, was für Schuhtypen feiert er dann, Bro? So Dunks oder so? Mit dem Outfit gut. Ja, welche findest du denn am ersten cool? Die Buffalos vielleicht ganz rechts. Die finde ich ganz krass. Also die sehen schon, die sehen sehr fancy aus. So welche meint er, die? Extravagant, so mit oder Schmuck die? Und sowas. Ah, die? Ich glaub, da, Bro, und er mag die 7 am meisten? Die 7 ist überarscht. Sich richtig Gedanken gemacht über die Schuhauswahl. Also ich glaube, das Nummer ist schon 3? Ganz nice. Boah, weiß ich nicht. Das sieht so aus, ich weiß nicht, ich war 13 und dann habe ich mir die rausgesucht oder so. Digga, New Balance? Die sind doch voll geil, what the fuck? Warst du einer von denen, die sich so was auf die Chucks geschrieben hat? Ey, also wirklich, ich will nicht immer hier front, wenn wir diese Videos gucken, aber es macht mich so sauer, dass es gerade keinen Zoom auf die Schuhe gab, als sie die 3 erwähnt hat. Ich finde, das war wieder so obvious. Kein Geld für Chucks. Aber vielleicht hatten die diesen Shot nicht oder so. Echt? Ja, ich hatte kein Geld, was soll ich denn? Jetzt bist du rich, toll. Nein, Mann, das ist so. Ey, tut mir leid, Nummer 2 und Nummer 5, also das, ich wollte jetzt nicht nur Chucks haten, ne? Oh, sie macht so richtig Ja, Mund. Aber das ist schon süß. Also ihre Füße, wie sie ihre Füße die ganze Zeit bewegt, das sehe ich schon die ganze Zeit. Oh, Digga, die Leggings ist ja grauenhaft. Ach du Scheiße, Digga. Oh, Mann. Oh, die 2 ist Arsch. Alter, die Leggings geht gar nicht. Nummer 2 ist sehr süß, also du bist auf jeden Fall schon mal eine Runde. Digga, Lil Bro denkt irgendwie, okay, weiß ich nicht. Du musst jetzt basierend darauf einfach einen Fisch, Alter. Stellen, da muss jemand rausvoten. Ach du Scheiße. Oh mein Gott, basierend hast du eine? Darauf. Wie wichtig ist euch der Valentinstag? Okay. Oh, interessant, okay. Oh Gott, das haben wir noch nie. Das ist voll cute. Okay, am Ende musst du sagen, wie wichtig es dir ist. Okay. Sonst sind diese. Ich würde sagen, schon wichtig. Nicht turbo wichtig, aber man kann sich schon was Süßes einfallen lassen, you know? Kandidatin Nummer 1. Wie wichtig ist dir der Valentinstag? Es ist schon was Schönes, aber ich finde Valentinstag, es muss nicht unbedingt an den Tag sein. Man kann es auch an einen anderen Tag feiern für ein Pärchen an sich. Also, ist ein schönes Fest, würde ich sagen, aber muss nicht an den Tag sein. Aber ich würde gern mal sowas machen. Also ein Tag wäre dir wichtig. Kandidat. Ja, ich will jetzt nicht sagen, ist crazy wichtig, aber ich meine, ist schon süß, da was zu machen. Checkt ihr nicht? Digga, Amar emoted. Kandidatin 2, wie wichtig ist dir der Valentinstag? Also. Ja, die kam mir auch sehr bekannt vor. Ich habe auch das Gefühl, die Stimme hatten wir schon mal. Sowas machen. Also ein Tag wäre dir wichtig. Kandidatin 2, wie wichtig ist dir der Valentinstag? Also, ich liebe den Valentinstag. Am besten sollte dann mein Partner eine kleine Überraschung für mich haben, weil ich auch immer eine kleine Überraschung für ihn habe. Ist irgendwas vom Mund oder so, oder? Ja, ne? Maske? Ja. Hast du Corona? Nee, ich trage leider eine Maske. Achso, okay. Kandidatin 3, wie wichtig ist dir der Valentinstag? Also mir ist der Valentinstag an sich nicht wichtig. Ich habe ihn auch bis jetzt noch nie richtig gefeiert.
Aber ich glaube, mit dem richtigen Partner würde ich auch schon Valentinstag gerne mal feiern. Keine Ahnung, bei mir war es auf jeden Fall so, ich hatte nie Bock, irgendwie mir was zu überlegen. Aber wenn man dann irgendwann die Person hat, wo man sich so denkt, wow, das wäre schon nice, dann macht man das schon gerne. I don't know. Also das hat bei mir sich auf jeden Fall geändert mit der Zeit, you know? Vielleicht passiert das bei euch auch, bei den Leuten, die schreiben, dass sie das scheiße finden. Valentinstag gerne mal feiern. Cool. Coole Antwort, okay. Kandidatin 4. Ich beiß nicht auf den Löffel, shut up. Erstmal moin. Also ich muss sagen, moin. Für mich ist das ein Tag wie jeder andere. Wenn man einen Partner hat, sollte man sich jeden Tag zeigen, dass man sich liebt. Und ich finde, Materielles hat so keinen Wert an sich. Und man sollte sich einfach so schätzen. Ja. Ich sag noch nichts dazu, weil sonst wissen die anderen auch, wie sie darauf reagieren müssen. Ne? Kandidatin 5, wie wichtig ist dir der Valentinstag? Bei mir geht es so. Also ich finde ihn jetzt nicht so wichtig. Also es ist eigentlich für mich ein Tag wie jeder andere auch. Okay, und Nummer 6? Wie stehst du zum Valentinstag? Ich finde den Valentinstag jetzt eigentlich auch nicht so wichtig, weil ich finde, wenn man sich wirklich liebt, dann kann man sich das an jedem Tag im Jahr zeigen. Oh mein Gott, ja. Aber kein Schwanz macht das jeden Tag. Kandidatin 7, was denkst du über den Valentinstag? Man kann ja auch sich jeden Tag die Liebe zeigen und trotzdem den Valentinstag feiern. Junge, was eine scheiß Antwort. Also ich fühle das, aber trotzdem dumm. Also ich muss sagen, ich finde den eigentlich unnötig, weil ich denke mir so, wenn man in einer Beziehung ist, dann braucht man doch keinen Tag, um man sich irgendwie besonders zu zeigen, dass man sich liebt. Okay, und jetzt genau. Kandidat 8, was denkst du zum Valentinstag? Ey Ladies, ihr habt alle super geantwortet, real talk, also für mich ist es genau das Gleiche. Wenn man sich liebt, dann kann man sich das an jeden anderen Tag die einzige Red Flag, die ich hier wahrnehme, ist der F-King Löffel, auf dem du ein Schlagzeug-Solo mit deinen Zähnen trommelst. Bro, shut the fuck up, ich esse ganz normal, okay? Was zum Fick wollt ihr von mir? Einen besonderen Tag. Aber würdest du den Valentinstag feiern? Ja, warum nicht? Also wenn meine Partnerin das unbedingt möchte oder wenn, also einfach nur als Aufmerksamkeit dort was zu machen, das ist ja... Ja, basierend auf diesen Antworten muss jetzt... Wie gesagt, ich finde irgendwo in der Mitte ist so das Ding, man sollte so Tage nicht zu crazy ernst nehmen, aber es ist so feiern, ist doch süß einfach. Ja, was ist das? Eine Rose mit Ding. Also komm, Junge, du hast da jetzt ein paar Schuhe gesehen und jetzt haben die irgendwie eine Antwort abgegeben. Bei jedem war das auch. Ja, mach die zwei raus, die Leggings ist mega Arsch. Leute, falls ihr mitmachen wollt, ne? Macht mit hier unter dieser E-Mail-Adresse. Boah, das ist wirklich gerade sehr, 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 sehr schwierig. Deswegen. Oh mein Gott. Oh. Ey, sag mal bitte, ey, einmal schnell der Reihe nach, jeder eine Zahl zwischen 1 und 5. Die 1, weil ich finde, dass du die Nummer 1 bist. Ich nehme die 3. Ich nehme auch die 3. Ich hätte tatsächlich auch die 3 gesagt, weil die 33 meine Lieblingszahl ist. Ich würde sagen 2. Ja, witzigerweise hätte ich jetzt auch die 3. Ich sage euch ehrlich, 2 und 4 sind die coolsten Zahlen von 1 bis 5. Eingenommen. 4. Nummer 5. Ja, ich glaube 2 ist echt das Coolste. 5. Es tut mir sehr leid, ich habe hier gerade eine Hand mit 2 Fingern hochgehalten. Okay, krass. Also, und es sind auch noch Chucks gewesen, also... Muss. Hey, ist Chucks so eine Red Flag? Okay. Ich finde, das mit den Schuhen sieht eigentlich ganz cool aus. Okay, krass. Oder? Und es sind auch noch... Ich mag das eigentlich, ich finde es nicht so schlimm. Noch Chucks gewesen, also... Muss. Nee, Digga, doch, finde ich, können wir machen. Okay, Kandidatin 5, du kannst jetzt hervorkommen. Ja. Lass dich drücken. Ja, aber passt nicht zu Amal, ne? Dass du da bist. Danke. Wie alt bist du? 18. 18? Ja. Ey, real talk, ne? Ich bräuchte andere Haarfarbe, Bro. Die Haare scheißen Turbo rein, in meiner Opinion. Also, ohne jetzt das Böse zu sagen, aber die Haare sind's nicht, Bro. Sie sieht aus wie eine damalige Muskeln, dann würde dir das Smiley-Dogs-T-Shirt auch stehen. Mann, shut up! Ist das dreist, Alter. Bro, hier. Boah, Digga. Ich hab nicht 100% eingespannt, ich will nicht, dass es reißt. Was? Ja, Real Talk, sie hat aber auch Chucks angehabt. Echt? Ja, aber ich war so 14. Tschüss. Ach, die war... Sehr süß. Aber Outfit ist solid, I guess. Der Pullover ist okay, cool. Und die Haare sind's nicht. Aber ich finde jetzt die Chucks nicht grauenhaft. Ja. Bereust du's? Also 18 ist schon sehr jung. Ich will jetzt alle anrauten. Amar ist wie 40 oder so. Ja, gerade geworden. Nächste Runde. Bist du bereit für Runde 2? Ja. 3, 2, 1. Erste Reaktion. Ja, erste Reaktion ist, dass man die 2 und die 6 rausvotet, Bro. Also alles andere wäre ja topo-quarkig. Bro, also bitte vote die 2 raus, Bro. Digga, Lil Bro auf der 2 denkt, sie ist Silver Surfer, Mann. Mach 2 raus. Wow, okay. Alle sehr so grungy unterwegs, oder? Na, ist ja auch Scheißwetter, ne? Muss man ja auch sagen. Glaub ich, nenn Spider-Gwen-Cosplay. Deshalb hat die Leggings wie das Muster. Was zum Fick ist Spider-Gwen? Nicht mehr sommerlich. Also.
Kevin, ich sag nicht mehr so viel in Extrem, auch Kevin, die Haare scheißen Turbo rein. Ja, aber Bro, das ist auch so. Die Haare waren es leider nicht, Mann. No joke. Das war quakig. Auch Scheißwetter, ne? Muss man ja auch sagen. Stimmt. Herbst, nicht mehr sommerlich. Also, ist das Aqua Girl dort unter Nummer 2? Also, bist du komplett kostümiert? Ja. Mm. Aber du bist jetzt nicht YouTuber oder so, oder? Ich bin Cosplayer. Ah, okay. Ah. Okay. Wie findest du Cosplayer? Innen? Cringe. Nee, finde ich eigentlich ganz cool. Ich finde, es gibt so und so. Ich würde sagen, im Cosplay-Kosmos gibt es wirklich sowohl cringe als auch cool. Das ist ein sehr großes Spektrum, in my opinion. Also da gibt es was ich sehr cool finde, und da gibt es was ich unfassbar cringe finde. Aber ja, also aber grundsätzlich finde ich es eigentlich cool. Also ich meine, es hat ja viel auch mit so Basteln und so auch zu tun, wenn man das so nice macht. Da steckt ja echt viel Liebe drin und so. Keine Ahnung. Eigentlich im Grunde finde ich immer, wenn Leute, egal ob Mann, Frau, whatever, irgendwie so ein Hobby haben oder so, finde ich cool. Also ja. Cool. Also Cosplayerin, ne? Ja, finde ich cool. Ja? Ja. So. Kann ich mal so ein bisschen lang gehen? Ja, ja. Nummer 1, kannst du auch noch mal die Hände runternehmen? So alle mal so die Hände runter, ein bisschen lockern. Ah, okay, langer Pulli, das ist so, oh, der Boyfriend noch nicht zittern. Ich glaube, ich finde 3 am coolsten, mit Abstand. 3 und 1. Sehr schöne gepflegte Hände, alle gepflegt, Alter. Kandidatin 4 zittert auch total, siehst du? Ja. Oh mein Gott. Ui, du bist aber ganz warm. Toll. Digga, sag doch nicht toll, Junge. Okay. Ungewohnt für Amar, dass Frauen warm sind. Oh, no, 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 no. Okay, was ist so bis jetzt dein Fave? Für mich sind Hände schon was sehr, sehr Wichtiges, weil das so was sehr Filigranes meistens. Ja. Und das ist für mich schon sehr wichtig. Check ich. Aber alle sehr gepflegt, das ist sehr, sehr nice. Bei Nummer 5 zum Beispiel, sie hat keine künstlichen Fingernägel dran, hat keine längeren Fingernägel. Das ist etwas, was nicht sein muss, aber persönlich für mich oh, eigentlich schon ich finde das optisch schon eigentlich ganz schön. Ah, du findest komplett natürlich besser? Ich finde es schöner, wenn sie länger sind. Ah, also sie hat so ganz normale, runtergefeilte Nägel einfach. Mhm. Du magst, wenn wir zur Pediküre gehen. Was denn? Auf der Nummer 2 geachtet, die hat das bei den Fingern gedeutet. Was denn? Ist das ein Mittelfinger? Hä? Oh! Oh, ihr fehlt ein Finger! Wow. Aber sie hat den Finger nicht mehr. Also in der Hand, wo der Mittelfinger fehlt, da ist dauerhaft Mittelfinger, wenn er welche Anzug anhab. Weil der leider einfach absteht. Oh. Egal, was ich mache. So. Krass. Bei Cosplay abgesägt. Echt? Der das Kind sich das abgehackt. Digga, what the fuck, Alter. Wie war das bei dir? Darf ich das fragen? Das war eigentlich meine eigene Schuld. Ich wollte, das war ein ganz langweiliger Sonntag, und ich wollte dann auf eine Kletterwand gehen, aber leider war da ein Zaun vor und ich war noch, das war vor 4 Jahren, 5 Jahren, und da war ich noch ein bisschen dümmer als jetzt. Da bin ich darüber geklettert, über den Zaun, bin aber mit meinem Ring hängen geblieben. Und ich meine, jetzt schon ziemlich dumm, sie ist gerade bei einem Dating-Format mit Amar. Aber früher noch dümmer halt. Dann ist mir der ganze Mittelfinger samt Ring und Sehne aus dem Arm gerissen. Bro! Und stell mal vor, dir passiert das. Ja, das war ganz irgendwie ein bisschen schockierend schon. Es hat jetzt tatsächlich nicht so wehgetan, wie man jetzt vielleicht denkt, weil es hat sich eher angefühlt wie ein offener Schnitt, ne? Und dann guckte ich runter, auf einmal sehe ich da meinen nackten Knochen. Ich dachte, ich feiere. Boah, Digga, what the fuck, Alter. Boah, ich kotze gleich. Ich dachte, ja, no, das ist echt ekelhaft. Also die Story jetzt, dass sie den Finger jetzt nicht hat, okay, keine Ahnung, aber das ist schon. Das ist schon echt, also so wie du es erzählst, ist auch krass. Echt. I'm sorry, sehr, sehr I'm sorry. Ja, ich bin sorry für dich, das ist ja krass. Bro, ich weiß nicht, ob das irgendwer fühlt, der so eine Allmann-Familie hatte, Bro, so, ne, aber wir hatten so eine. So ihn hier zu Hause, hier so einen Kollegen, den man so rausklappen konnte. Ich habe jetzt gerade kein gutes Bild irgendwie, aber so eine, ja hier sowas. Sowas hatten wir zu Hause, was man so rausfahren konnte. Bruder, ich hatte immer die Vorstellung, irgendwann säbel ich mir da so krank einen weg, Alter. So eine junge Brotschneidemaschine sollte, Digga, das ist einfach. Ich finde, die sieht noch ziemlich safe aus. I guess, aber wir hatten da eine, Bro, das sah mir ein bisschen more risky aus, auf jeden Fall. Und ich komme eigentlich relativ gut damit klar. Manchmal fällt halt was durch die Hand, ne, wie Kleingeld an der Kasse oder so. Aber damit Bro. Kann ich mittlerweile umgehen. Wie Kleingeld? Ja. Okay, gut. Mein Gott. Aber sie kommt vom aus dem Ruhrpott. Ja. Gehört? Ja, hört man direkt aus. Was dat? Da war er halt weg. Mein Gott. Okay, hast du eine Frage für die? Seid ihr noch mit eurem Ex-Freund befreundet? Boah!
Gute Frage. Katha hat leider mit Seid und Seid reingeschissen hier. Liebe Grüße. Aber, also ich finde, wenn jetzt Ja kommt, wäre es jetzt nicht eine crazy Red Flag, aber ich würde Story dazu hören wollen. Das kann Red Flag sein, muss aber nicht, finde ich. You know? Kandidatin Nummer 1, bist du noch mit deinem Ex-Freund befreundet? Ich hatte bis jetzt keinen Ex-Freund. Oh. Kandidatin 2? Also, mein Ex-Freund, den kenne ich nicht mehr. Also für mich existiert er nicht mehr. Also nein. Kandidatin 3? Ich bin nicht mehr mit meinem Ex-Freund befreundet. Okay. Zusammen. Hat bestimmt einen Grund. War eine sehr hässliche Trennung. Okay. Kandidatin 4? Tatsächlich nicht. Bin ich auch sehr froh drüber. Wir sind zwar nicht im Streit auseinander, aber wir haben gar nicht gewiped und das habe ich leider irgendwie erst zu spät gemerkt. Okay, aber ihr seid jetzt im Guten so? Ja, doch. Okay. Würdest du ihm auf der Party Hallo sagen? Ja, natürlich. Also ja, okay, Bro, würde ich aber auch machen. What the fuck? Also ich glaube, na gut, kommt auf die Beziehung an, I guess. Ich glaube, manchen Ex-Freundinnen würde ich Hallo sagen, manchen nicht. Aber also es kommt drauf an, jetzt, wenn die am Ende der Party wäre und ich müsste dafür hingehen, würde ich, glaube ich, nicht machen. Bei den meisten. Aber wenn man jetzt in so einer Gruppe steht und die kommt da so auf einen zu, dann würde man schon machen halt, oder? Ich denke, wir sind erwachsen. Ja, genau. Er hat mir nichts getan, warum nicht? Kandidatin 5? Auf gar keinen Fall. Was hat das denn für einen Grund? Das war eine sehr toxische Beziehung, deswegen, ja. Aber von dir toxisch oder von ihm würdest du, also die ganzen Probleme, die damit so zusammengehört haben, gingen nicht von mir aus, sag ich jetzt mal so. Okay. Komm, geh doch mal ein bisschen ins Detail, was hat er gemacht? Ja, illegale Dinge. Oh. Oh. Nein, ich auch nicht, weil ich hatte noch keinen Ex-Freund. Oh, okay. Also wir haben hier zwei Mäuse. Nummer 1 und Nummer 6. Richtig? Ja. Ja. So. Hätte ich zum Beispiel bei Nummer 6 gar nicht gedacht, weil sie so... Bruder, die hätten irgendwie so 30-Jährige raussuchen müssen. Ich habe das Gefühl, die meisten sind ein bisschen zu jung fürs Format. Also für Amar. Die steht da so... Das finde ich wirklich immer leider ein bisschen schade. Das wäre echt noch ein krasseres Upgrade für das Format, habe ich beim letzten Mal auch schon gesagt. Wenn sie so ein bisschen vorher Amar fragen würden, auf wen, welche Art Mensch steht er... Und dann da so ein bisschen in diese Richtung raussuchen würden, dass man mehr so das Gefühl hat, da könnten die ja immer noch sagen, ja, 1, 2 machen die so, schmuggeln die so mit rein, die nicht passen so. Das finde ich eigentlich ganz cool. Okay. Also ich hatte noch keine Beziehung, nein. Aber so, okay. Keine Beziehung haben heißt ja nicht, dass man unbedingt also so cute und unerfahren ist. Kann nein. Ja auch sein, dass du denkst so, I don't need a man. Weißt du? Ja, dann wärst du ja falsch. Das stimmt auch wieder. Oder sie hat so übertrieben hohe Ansprüche und hat auf dich gewartet. Oh mein Gott. Ist es nicht so, Katja? Ladies, ihr seid ja alle falsch, dann tut mir leid. 18:30 Uhr schon okay. Wild. Ja, Bro, ist nicht illegal, sollte aber sein, you know? Also nicht sollte sein, aber also fühlt sich auf jeden Fall illegal an, Bro. Real Talk. Das, also, Digga, du kannst dich jetzt 30-Jährigen mal mit einer 18-Jährigen zusammen sein, Bruder. Also ich. Das ist wirklich ein Bein im Knast-Shit. Ah, ey, gute Frage. Ich muss sagen, auch jetzt so langsam Nummer 3 ist fit, gefällt mir. Nummer 4 gefällt mir vom Fit. Nummer 1 vom Fit her ist schwierig zu sagen, weil das hat auch so ein bisschen was Kostümmäßiges. Mhm. So. Ja, ich finde eins ganz cool Uwu-Girl. Eigentlich. Spielst du Valorant? Nein. Ist einer von euch ein, wie nennt man das, Uwu-Girl? Ich bin kein Uwu-Girl. Ich muss eine schnelle nochmal Frage machen. Ist ein Fick ein Uwu-Girl sein? Gamer-Girl, ja oder nein? Ja. 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 Nein. Halbwegs. Nein. 4 und 6 nein. Ist das so ein Ding? Hättest du gern Gamer-Girl? Boah, das wäre schon funny irgendwie. Hatte ich noch? Boah, ich weiß irgendwie nicht, ob ich das geil finde. In meinem Kopf stelle ich mir das immer nicht so geil vor irgendwie. Das Ding ist halt, ich glaube, so die Vorstellung von einem, von der, also ich glaube so, mich zieht es mehr so zu so, na, ja, das klingt voll dumm, wenn man das so sagt, aber so zu so richtig femininen Mädchen hin so zu. Wie soll man das? Ich fühle mich angezogen von richtig femininen Mädchen, so würde ich sagen. Aber es ist eigentlich auch Quatsch, dass, also ich finde es zum Beispiel cool, wenn Marsha jetzt irgendwie Animal Crossing zockt oder so. Aber ich weiß jetzt nicht, ob es mich. Es würde mich auf der anderen Seite auch nicht abfucken, wenn sie jetzt Counter-Strike spielen würde. Nee, keine Ahnung, das ist, glaube ich, quatschig. Ich glaube, das mache ich mir, das ist einfach nur dummes Denken. Weil du auch gamest. Ja, genau. Ja. I don't know. Okay, du musst auch geil. Ich weiß entscheiden. Ey, ich bin mir unsicher jetzt. Bei dem Thema. So, nein. Ey. Ja, Bruder, schmeiß die 2 raus. Die Leggings ging gar nicht. Ich nehme einfach, weil ich mich so darauf festgeschworen hatte, Nummer 5. Es tut mir leid, Nummer 5. Ich wähle dich jetzt raus, einfach nur wegen deiner Hände. Sure. Kandidatin Nummer 5, du kannst jetzt hervorkommen. Ich bin selber nervös. Momo! Hallo! Oha. Alter! Ich habe das Gefühl, dass ein Girl was Iblali daten würde. Wirst du? Nee. Nee? Hi, grüß dich. Hallo. Krasses Outfit. Das ist crazy. Ja. Wie findest du ihr Outfit? Also 10 von 10. Real Talk ist echt krass. Ja, Outfit finde ich auch cool. Ne? Was denkst du? Das ist nicht so mein Type von Girl, aber ich glaube, viele finden hot. Oh. Lieber. Ne, ist ein netter, du. Ladies, ihr habt's gehört, ne, ist ein Wer jetzt sich noch mal dagegen entscheiden will, einfach rauskommen. Tschüss. Ciao.
Sogar die Gesichtstattoos. Krass. Mhm. Also, das finde ich richtig krass. Ja. Anyway, nicht. Reed Dog würde auch null passen zu Amar, genau. Ja. Also, ich finde, die war schon hübsch und ich glaube, es gibt auf jeden Fall Guys, die sie turbo hot finden. Aber, Digga, zu Amar findet gar nicht. Zur Runde. Du musst jetzt eine Person wieder rauswählen. Oder umgekehrt. Ja, Amar findet nicht zu ihr. Also, das Ding ist ja, wir sind gerade mit den Allerjüdsten hier in Köln. Ja. Und wir haben wieder eine WG. Ja. Und die WG ist bei Mark Eggers. Da ist Sascha mit dabei, da ist Ron mit dabei und jeder hat so eine komplett andere Meinung. Deswegen würde ich die sogar FaceTime anrufen. Okay, mach das. Ich weiß aber nicht, ob die rangehen, weil ich glaube, die sind bei... Danke, dass der Cutter nochmal rechts oben das Telefon eingeblendet hat. Ich hätte es sonst echt nicht mitbekommen. Mark Gebor, oder? Dass da gerade angerufen wird. Du hast jetzt Mark Eggers Twitch eingespeichert. Ey, ich... Ja, guck mal, da lachen die, ne? Weil die, ihr wisst, dass er kein Livestreamer ist, nee. Ne? Ja. Das ist, sobald sie an der Eisscholle vorbeikommen. Ronison. Hallo, ich bin hier mit Sophie. Wie geht's dir, Sophie? Gut, wie geht's dir? Was machst du mal mit? Mir geht's auch wunderbar. Ich mach bald schon ein paar mit. Nice, ich schreib dir, wehe. Aber du brauchst meine Hilfe. Ich brauch deine Hilfe, Bro. Also, wir haben hier noch 5 wundervolle Mädels. Ich musste gerade schon 2 rausvoten. Digga, ist ja gerade am Fahren? Ich glaube, er ist gerade am Steuer, oder? Und ich brauche noch eine Frage, die ich denen stelle. Und die Frage... Das war gerade so dieser Blick, weil das war so dieser typische, ich fahre gerade Auto und bin am Handy-Blick, so dieser, oh, dieser Runtergucker. Lass mich jetzt nicht beeilen. Es ist 270 auf der linken, Junge, im G-Wagon. Die du so gesehen stellst für Mann, mich. Ah, okay, eine Frage, die du den Mädels stellst. Ja, dann würde ich einfach mal fragen, wer ist der Lieblingscharakter in Toy Story? Nein, Mann. Ey, Sascha, Digga, das war ja mal Mann. Wieder ein Top-Tier-One-Joke, Bro. Digga. Du hast doch ein Lieblingsgetränk, oder? Also, wenn du in eine Bar gehst. Ja. Ja. Mhm. Du hast doch so ein Lieblingsgetränk. Und wenn du mit einem Mädel ausgehen würdest, ja, dann frag mal, welches Getränk sie mit dir trinken würde. Wenn es das ist, Mann, Spaß. Oder wie kompliziert er gerade erklärt hat, Bro. Sascha. Frag wirklich nach der Kürzung, bitte. Bro. Okay, ey Jungs, Dankeschön für diese ganz, ganz geilen... Ich würde euch mal dran lassen, einfach für die Reaction, oder? Ja, lass uns mal. Also, Ladies, ihr habt's gehört, Köpfchen... Nein. Was? Köpfchen gewiss? Das kann ich doch nicht bringen. Nein, natürlich frage ich das nicht, Sascha. Dankeschön, dass du mein Anwalt bist. Ey, Sophie wollte, dass er das fragt, weil dann hätte sie es an Anfang steigen können, you know? Stell dir vor so, ja, oh, das ist ganz schön hässlich. Oh, wie groß ist übrigens deine Köpfchengröße? Und dann, boom, cut und dann geht's los. Okay, Ladies, was ist euer Lieblingsgetränk, wenn ihr ausgeht? Ein bisschen süß, so ein bisschen Kakao, damit man die Leute besser kennenlernen kann, weil mit Kakao geht's immer. Okay. Okay. Mal 2. So. Schön im Club, Digga. Tisch erstmal holen, Junge, und 3 Kakaos bestellen. Digga, Junge, na moin. Also, wenn ich normal. Jo, wir hätten gerne 3 Haarmilch und eine Riesenpackung Kaba-Kakao. Ausgehen. Okay, Rita wäre aber eigentlich krass. Das wäre eigentlich voll der Boss-Move. Ich finde, das wäre schon geil. Trinke ich eigentlich immer Eistee. Immer. Und wenn wir jetzt über alkoholische Getränke reden, da bin ich eigentlich nicht so der Fan von, aber wenn ich dann mal muss, dann nehme ich immer Wodka O. Okay, Wodka O. Kandidatin 3? Wodka O ist Arsch. 21. No joke. Wodka O finde ich quakig. Ich finde, Wodka O ist sowas, das trinkt man so 1-2 Mal. Es ist jetzt auch nicht mega scheiße, aber so, das ist so ganz, ganz krass in der Mitte irgendwo. Und ich finde, bei mir persönlich war es immer so, wenn ich Wodka O mal getrunken habe, so, sag ich mal, so kürzlich mal irgendwann auf einer Party und dann trinke ich nochmal einen O-Saft, hatte ich immer so ein bisschen das Gefühl, als würde ich da noch diesen Wodka irgendwie so low-key mitschmecken. Und das hat dann für mich den normalen O-Saft immer so abgefuckt, dass ich dann irgendwann gesagt habe, die Scheiße trinke ich nicht mehr. Entspannt, ja. Kandidatin 3, was ist dein Lieblingsgetränk? Alkoholisch würde ich tatsächlich sagen Frozen Margaritas. Frozen was? Frozen Margaritas. Ach, Frozen Margaritas. Das weiß ich nicht. Ist das so ein Salzrand, ne, bei Margarita, oder? Oh, das kann sein, ja. Salzrand immer geil, finde ich. Ich muss sagen, ich trinke tatsächlich gerne Bier, auch mal zu Hause abends, so in der Badewanne. Aber ansonsten muss ich mich eins auch anschließen, Mojito finde ich ganz, ja, ganz geil. Ja, ist ein Classic, Bro, ist ein Classic. Easy Art hier, würde ich sagen. Mojito geht immer, Bro. Digga, das ist einfach geil, Mann. Das ist einfach frisch, das ist so Minze, Bro, das geht immer. Das kann man immer trinken. Ja, und Classic. Und Kandidatin 5, was ist dein Lieblingsgetränk? Also in der Bar, da trinke ich gerne Espresso Martini. Auch ein Classic. Oder Black Russian.
Kenn ich und nicht. Im Club Mexikaner oder Sprite. Alter, Mexikaner ist crazy big. Die Leute haten immer auf Mexikaner, Bro. Aber das liegt daran, dass ihr krasse Opfer seid, okay? Bruder, es ist einfach so Tomatensauce, Bro, in scharf und man wird davon betrunken. Das ist Turbo-Killer. Wirklich, Mexikaner ist crazy geil. Was sagt der? Ron? Ja? Okay, also, ich brauch jetzt eine Antwort. Nur aus deinem Bauchgefühl. Also, ich hab gehört, Wodka O, Digga, Wodka O hat mich am meisten gecatcht, Digga. Es ist einfach, weißt du, Wodka O ist nicht kompliziert, Wodka O ist simpel. Also Rons Herz hast du schon gewonnen. Ah, er fand Wodka O gut. Boah, ich finde Wodka O echt ist das Schwächste hier, würde ich sagen. Ich entscheide dich für die Wodka O. Nee. Ron, wir sind. Gut. Wir sind bei dem Dreh, ne? Ich muss einen rauswählen. Gerade war das noch deine Favoritin. Ja, also nicht rauswählen. Ich meine, du sollst alle rauswählen, bis auf die Wodka-O. Okay, sehr gut. Okay. Margarita geht auch noch, das hat auch noch irgendwie was. Okay, gut. Und wenn sie nichts trinkt? Kein Alkohol? Ja. Kein Alkohol, kein Hammer, oder? Mann, Junge. Ey, Ron, Digga. Wirklich, vielen Dank für deine weisen Entscheidungen, die du für mich getroffen hast. Digga, ey, Ron, ja eine richtig dicke Hilfe, ey. Jungs, gute Fahrt, wir sehen uns nachher beim Dreh, ja? Kuss. Danke. Ich finde jetzt Real Talk, bei 1 ist mir das ein bisschen zu schwierig, zu sagen, was sich dahinter verbirgt. Ich finde es süß so von außen, aber ich weiß nicht, was sich dahinter verbirgt, weil Cosplay kann es ja anscheinend nicht sein. Ja. Lass mich länger drin und ich kann es dir zeigen. Raus. Oder ich kann es dir auch nachher zeigen. Also. Hey, sie hat ihren Reißverschluss weiter aufgemacht. Bruder, what the fuck, was ist denn jetzt ab? Ah, gut. Okay, das ist... Bin ich käuflich oder nicht? Ich weiß es noch nicht. Findest du Girls so cool, die dir so ein bisschen... Die mich bestechen wollen? Nee, die dich so ein bisschen anbeten. Nee, Mann, das ist mega cringe, Alter. No joke. Turbo cringe. Ja, eins, sorry, ich komm, ich muss jetzt entscheiden, sorry. Eins. Es tut mir leid, ja, was soll ich denn sagen? Das darf doch eh nur noch... Vollkommen begründet, Digga. Nach der Nummer würde ich auch eins voten. Eine Person übrig bleiben, am Ende. Hey, Kandidatin 1, du darfst jetzt aber hervorkommen. Die war schon drinnen, glaube ich, von der Stimme her. Hello! Oh, ja, bei welchem Video war sie? Ja, natürlich. Ladies erstmal first. Komm her. Girls, alles. Hi. Aber dieses, also ich muss dir sagen... Ja, also Bro, Real Talk, Amar sieht halt aus wie 95 und sie sieht aus wie 14. Digga, die Leute würden sagen, Alter, bist du mit deinem Dad hier, Bro? Das macht gar keinen Sinn. Das passt nicht. Für mich persönlich ist Dominanz so, das war schon schwer. Das war schon sehr viel. Wer hat gesagt, dass ich dominant bin? Du warst schon ein bisschen dominant. Ne? Er ist nicht viel geboren. Geil. Ich habe sehr dicke Finger. Ah. Guck, siehst du? Ah, cool. Bro, lass es enden mit dir. Sag doch tschüss, das ist viel zu lange. Oh mein Gott, Bro. Alles gut. Oh, Jesus Christus. Gott erbarme dich, Alter. Oh mein Gott, mein Sprunggelenk ist broken. Kann mir der Chat gute Besserung wünschen. Gute Besserung, Bruder. 3, 2, 1. Wow, so unterschiedlich. 1 Arsch, 4 Arsch, 3 Mittelarsch, 2 ist das Beste, aber auch Arsch. Naja, nicht Arsch, ist okay. 2 ist okay. 3 ist eigentlich auch okay. Ich glaube 2 und 3 ist auf einem. 1 und 4 ist Arsch. 4 ist besonders Arsch. 1 ist wenigstens noch ein Cosplay. 4 ist einfach nur Arsch. Ah, sorry, ich wollte nicht mehr so in Extrem reden. 1 ist halt ein Cosplay, 2 ist ganz nett, 3 ist ganz nett, 4 ist okay, aber würde ich so nicht anziehen. Was sticht dir jetzt? Digga, sind wir ehrlich, 4 ist mega Arsch, Bro. Real Talk, 4 ist es nicht, Digga. Jedes einzelne Teil von den Sachen, die sie anhat, ist scheiße, Bro. Schuhe sacken, die Hose sackt und das Oberteil. Okay, Real Talk, das Oberteil ist vielleicht noch okay. Aber die Hose, die Schuhe gehen gar nicht. Ach, ist ins Auge? Also der Ganzkörperanzug ist ja, also... Ich finde hier die Haare leider null fresh. Die Haare sind leider wirklich null fresh, in meiner Opinion. Das weiß ich nicht, das ahne ich hier irgendwie nicht so. Das ist irgendwie nicht so gemacht irgendwie. Also jetzt nicht, dass jetzt hier, da müssen jetzt nicht die dicken Extensions drin sein oder so, aber das sieht irgendwie sehr kaputt aus, you know? Wild. Sehr wild. Ja. Sehr, sehr wild. Kandidatin 2, so super baggy. Ja. Real Talk, und die hat viel zu viele Fusseln da auf ihren Klamotten, Bro. No joke, das fuckt mich auch mega ab.
Alter, das ist ja komplett vollgefuddelt da, Junge. Findest du das? Das ist süß. Ja, oder? Ja, das ist schon sehr süß. Cute. Welches, hättest du jetzt eine Freundin und du müsstest eins von den vier Outfits aussuchen? Und ich finde, sorry, das spielt an, aber die 3 steht da wie so Schaufensterpuppe, Bro. Und 4 steht da wie Fortnite-Skin, Bro. Das ist also, Noto, das ist Fortnite-Lobby-Shit auf der 4. Das ist so, ey Leute, machen wir heute No-Build oder Build, Bro? Sollen wir Ranked oder nicht Ranked machen? So, hat jemand noch einen 4. Mann, dann können wir Squad machen, Bro. Das, also 4 ist Quatsch. 3 steht da wie Schaufenster, Bro. 2 hat, ist komplett voll gefusselt und 1 ist ein Cosplay, Bro. Ich sag ehrlich, ich hätte, also ich wüsste jetzt gar nicht, wer hier zu Amar passt. Wie würdest du sie kleiden? Das ist schon eine Lobby. Real Talk. Real Talk, das ist schon der Squad hier. Das ist Fortnite-Shit. Boah, du bist ja gemein. Du bist ja richtig, also das aber ist was ja gesagt? Hättest du jetzt eine Freundin und du müsstest eins von den 4 Outfits aussuchen, wie würdest du sie kleiden? Real Talk, keins davon. Wenn dann 3. 3 oder 2. Boah, du bist ja gemein. Du bist ja richtig, also das obwohl, ist doch, nee, doch. 2 und 3 ist echt schon cool. Ich glaube, die Girls, die da drin sind, passen jetzt nicht zu Amar oder zu mir. Aber 2 und 3 sind eigentlich schon okay Outfits, sind halt Stunny. Gemeine Frage, muss ich sagen. Kann man schon machen. So, Mädels, ich würd sie jetzt wahrscheinlich nicht in ein Kostüm reinstecken. Also wenn Marsha 2 anhätte, finde ich hot. Alle 3 anderen Outfits, so würde ich sie auch kennen. Aber ohne Fussel. Hast du eine Frage an die? Ja, ich habe was vorbereitet. Hau raus. Ich hatte mir überlegt, irgendwie so ein bisschen in die Privatsphäre einzudringen. Man speichert ja meistens Fotos auf dem Handy. Und deswegen würde ich gerne euer letztes favorisiertes Bild bei euch sehen. Oh, favorisiertes stark. Oh, das ist ja so invasive. Ja, weil letzter Screenshot, den man genommen hat oder so. Ja, keine Ahnung, kann vom Einkauf von gestern gewesen sein. Ja, ne? Stimmt. Deswegen, das ist so. Okay, letztes favorisiertes, das ist auch. Boah, soll ich meins gucken? Warte, ich schaue meins. Das hier, Digga. Bro, mein Essen am Flughafen in London. Lecky Schwecki, Digga. Oh Mann, ey. Kann ich machen? Ich hole das kurz noch sein, dass da was Schlimmes kommt. Ah ne, doch nicht. Hier. Zack. Cute. Das letzte, weiß nicht, ob man das sieht. Kann man das hier sehen in der Kamera? Lederhose, Oktoberfest. Ja, süß. Krass. Ich muss so eine Maß halten, so für eine lange Zeit. Als Wann Challenge. War das? Jetzt gerade, vor dem Sober Oktober. Okay, Kandidatin Nummer 1. Zeig dein letztes favorisiertes Bild. Oh, in 10 Minuten kommt ein Hallo? Das ist... ja. Also, I'm sorry. Das ist dein letztes favorisiertes Bild? Ja. Maschallah, Digga. Ja. Hast du Airdrop an? Stark. Bist du das? Ja. Boah. Das hätte man nicht gedacht. Ich muss nochmal ganz kurz schauen. Guck dir das nochmal ganz genau an. Bruder, sie hat so Fotos auf Handy und kommt in Spider-Man-Outfit, Bro. What the fuck? Das ist süß. Ja. Kandidatin 2, zeig dein letztes favorisiertes Bild. Ey, ich bin am meisten sauer an der 1, macht mich gar nicht das Cosplay. Obwohl ich das auch frech finde, man sagt, man ist Cosplay, Bro. Das Ding ist von Amazon AliExpress bestellt, Bro. Was für Cosplayer, Bro. Das ist einfach ein Outfit, was man irgendwie sich holt für so Karneval, Bro. Oh, süß. Das ist meine Katze. Ich habe so ein Panorama-Foto versucht, von ihr zu machen. Okay, Kandidatin 3, zeig dein letztes favorisiertes Bild. Ja, das ist tatsächlich aus dem Urlaub. Oh ja, gehört dazu. Die Schuhe sind richtig. Ah, das gehört so dazu. Ah, okay, sorry. Dann nehme ich das natürlich zurück. Letzte Woche auf Malle war. Hey, zeig dein letztes favorisiertes Bild. Ja, das ist tatsächlich aus dem Urlaub, weil ich erst letzte Woche auf Malle war. Es ist tatsächlich ein Bikini-Foto mit einer kleinen Wampe. Die Sommerfigur kommt dann nächstes Jahr. Ja. Also ich sehe da jetzt nichts Verkehrtes drauf. Zeig mal kurz. Digga, Hot-Tag, ein bisschen Bauch ist auch mega hot in meiner Opinion. Oha. Ich habe tatsächlich auch nur Fotos von mir in den Favoriten und von meinen Tieren, also ja. Sehr gut. Ich sage ja ganz ehrlich, deswegen habe ich auch extra diese Favorisierten genommen, weil man sich selber meistens sieht. Ja. Kandidatin 4, zeig dein letztes favorisiertes Bild. Also ich habe keine favorisierten Bilder. Ich kann dir mein letztes Bild zeigen, aber okay. Das ist ein... Keine favorisierten Bilder? Nee, habe ich noch nie gemacht. Keine ich habe auch bei Spotify hab ich keine Lieblingsbilder, also Lieblingssongs oder so. Krass. Wie hältst du Ordnung? Also es sind Freunde, die heute Nacht unterwegs waren. Coole Freunde. Ja. Ja. Okay, basierend auf dieser Antwort musst du jetzt, oder auf diesen Fotos musst du jetzt eine rauswählen. Einfach Nova? Was meint ihr mit Nova? Da auf dem Bild? Ja, ja. Ja, ich check die Haare und die Augen, ja. Coole Freunde.
Aber Nova hat kein Piercing. Basierend auf dieser Antwort musst du jetzt, oder auf diesen Fotos musst du jetzt eine rauswählen. ja. Ah, Marvin, verrückt. Ich will zwei raus. Echt? So. Okay. Richtig. Wir kürzen das Format jetzt ab. Eins und vier. Zack, zack. Madame Nummer zwei und vier raus. Boah, okay, krass. Obwohl doch, ja. Nee, doch, check ich. Ich glaube, ich hätte die Cosplayerin auch drin gelassen. Ja. Oh nee, check ich. Boah, mich macht bei zwei so unfassbar sauer, dass das Outfit so unfassbar krank vollgefusselt ist, Digga. Ich weiß nicht, Mann. Ich habe das Gefühl, das ist schon als Guy echt überlow. Aber ich finde so, ich weiß nicht, Mann. Ich finde, das zerstört so eine kranke Ästhetik, was ich bei einer Dame sehr wichtig finde. Okay. Das ist zwei, wirklich. Du kannst jetzt hervorkommen. Mega Arsch. Hallo. Ja, ist so eine Süße, ja. Wie alt bist du? 22. Aber sieht auch viel zu jung aus für Amar, Bro. Ja, es war mal lila. Oh, cool. Nervös? Bisschen. Du hast dich super geschlagen. Also ich feiere euch alle. Real Talk. Ja, ganz. Es war jetzt einfach nur, ich muss bauchgefühlmäßig Leute rausvoten. Ja, ist cool. Ja? Cool. Ich sag euch, sie guckt aktiv Reefed. Also Toni streamt ja gerade nicht, aber wenn sie streamen würde, wäre sie da kranker Sub, Alter. Real Talk. Die ist da bei jedem Stream dabei. Sie ist kranker. Ich wette mit euch, sie hat zu Hause Reefed TV Merch. Dass du da warst. 100 Pro. Woran natürlich nichts verkehrt ist. Ne? Im Gegenteil. Und jetzt geht's weiter mit der nächsten Kandidatin 4. Und bei Isa, ja. Real Talk, Real Talk. Hallo! Moin! Ich hab's gewotet. Erstmal Ladies first? Okay, doch nicht. Hi. Ja, was denkst du? Ja, top. Dankeschön. Ist nicht so fresh geschminkt. Dass du dabei bist, du kannst dich aufs Sofa setzen. Danke. Du wirst noch den richtigen finden. Ja, also irgendwas mit so der Farbe vom Dings, wie nennt man das? Foundation oder so? Ist nicht so mega nice, finde ich. Jetzt geht's ins Finale. Bist du berührt? Ja, ist so ein bisschen so UK-mäßig. Ist jetzt auch nicht mega Arsch, aber könnte man noch ein bisschen pimpen. Ich bin bereit geboren, ja. Aufgeregt? Sehr orange, ja, genau. Hast du eine Frage? Ich habe zwei Fragen sogar. Okay, hau raus. Das ist tatsächlich die wichtigste Frage an diesem Abend. Okay. Seid ihr noch JF? Oh, Mann. Wichtigste Frage an diesem Abend. Okay. Wie wichtig sind euch Haare bei einem Mann? Boah. Wie wichtig sind die Haare bei einem Mann? Ob das jetzt volles Haar ist oder nicht, das ist mir eigentlich relativ egal. Ich mag das sogar eher, wenn nicht so viele Haare da sind, weil... Ja. Dann bleibt das Waschbecken auch mal sauber. Kandidatin 2, wie wichtig sind dir Haare? Also wenn es jetzt um die Haare auf dem Kopf geht, das ist mir eigentlich relativ egal. Was ich nicht mag, sind so... Ich finde eigentlich Glatze meistens eher nicht fresh, aber ich finde bei Amar sieht es übelst geil aus. Digga, Amar mit Haaren wäre irgendwie weird. Also Amar kann's Turbo rocken, Mann, no joke. Lange Haare bei Männern, also das ist jetzt nicht so mein Fall. Aber so Beinhaare und Armhaare sind schon ein Muss. Also ich finde, das macht so die Männlichkeit ein bisschen aus. Das, ja. Eigentlich fehlt es dir ja nicht an Haaren. Ja, würde ich halt sagen, hier, Stelle, ne? Boah. Hier geht's krass ab. Boah, Digga, ist der männlich, Digga. Boah, hier. Alter, pure Männlichkeit. Boah, das ist ja richtig viel. Junge, holy shit, ich sehe das Bein gar nicht mehr. 2 Haare. Ey, Real Talk, ich finde das geil so. No joke. Ich fände für mich persönlich, der Horror wäre, wenn ich jetzt hier so alles voll hätte und so auf InScope 21 Basis meinen Oberkörper immer rasieren müsste. Digga, da hätte ich on God keinen Bock drauf. Real Talk. Ich habe hier so ein bisschen, hier so diese tote Zone hier, ist ein bisschen was zum Wegrasieren immer, aber wirklich nicht viel, Bro. Und dann ist gut, Bro. Ich finde das besser so. Am Kopf? Ja. Das wäre mir schon tatsächlich sehr wichtig bei einer Frau, ja. Ich habe ja auch, glaube ich, ein sehr markantes, knochiges Gesicht. Sieht aber gut aus. Trägst du oft Mützen? Nee, du trägst das so, ne? Ich trage fast nur Mützen, ne? Ah. Real Talk schon immer. Okay, du hast noch eine Frage. Ja. Macht jemand von euch Onlyfans oder ähnliches? Dann bin ich raus. Nee, ich tatsächlich auch nicht. Also Instagram, okay, da gibt es auch keine Nacktfotos. Also doch, ich schon. Also deswegen bin ich wahrscheinlich raus. Ach so. Also Kandidatin 1 macht Onlyfans. Na, aber was heißt, warum bist du dann raus? Ich denke mal, oder? Das finden doch alle immer so schlecht. War ja nur eine Frage. Nee, ich glaube, da gibt es auch genug, die das auch voll okay finden. Legit, shut the fuck up, Bro. Link, Bro, shut up. Retalk, ist null schlimm, aber ich sag euch,
Das favorisierte Bild war nicht das letzte favorisierte Bild. Niemals. Aber smart, smart geplayed, smart geplayed. Wirklich? Nee, nicht. Ja. Doch, bestimmt. Klar. Kandidatin 2, also Kandidatin 1 macht OnlyFans, Kandidatin 2 macht keine OnlyFans. Was denkst du darüber? Was ich über OnlyFans denke? Ja, oder halt und jetzt könnt ihr in die Kommentare schreiben, was ihr dazu denkt. Also ich finde persönlich, wenn man sich selber sexualisiert, finde ich es gar nicht schlimm. Wenn man Leute dadurch aber abzieht, dann finde ich es ekelhaft. Okay, aber macht man noch nicht. Also es gibt ja so, es gibt sehr, sehr viele OnlyFans-Mädels, die, oder auch andere Mädels, die... Achso, er meint nicht allgemein, er meint jetzt, dass... Oh ja, das stimmt aber. Bro, das fühle ich aber auf jeden Fall. Bro, es gibt so bei OnlyFans, gibt so richtigen Scam-Shit, Bro. Da müssen wir mal Stegi fragen, der kann da, glaube ich, ein bisschen mehr zu sagen. Aber das ist wirklich so, da denkt man erwirbt dann irgendwie so Arschbild oder so, wo man irgendwie Arschloch sieht. Also ich bin ja jetzt nicht so krass im Thema drin, aber ich glaube, sowas gibt's. Und dann kriegt man aber halt irgendwas anderes, you know? So, wo man halt weniger sieht. Okay, das check ich aber. Sexsklaven oder sowas, oder keine Ahnung, wie man das nennt, so, dann, die dann so einfach schreiben, keine Ahnung, schick mir jetzt 50 Euro und dann schicken sie den 50 Euro, Bezahlklaven oder so nennt man das. Ich weiß es nicht. So Sugar Daddy. Ja, das finde ich abartig. Das finde ich richtig eklig. Digga, arbeite für dein Scheißgeld. So, ne, muss ich ganz ehrlich sagen. Mhm. Check ich. Und wenn die so tun, als würden... Auf der anderen Seite, wenn Männer das geil finden, ich check auch, warum Girls das machen, Digga. Also Real Talk, wenn euch jetzt ein Girl anschreiben würde, hey, ich bin dein Zahlsklave, du musst dafür nichts machen, schreib mir einfach, wie viel Geld du willst und ich schick dir zu, Bro. Na gut, ja, schick mal einen Huni rüber. Ja, schick mal einen Huni halt. Mach mal. Schick mal einen rüber. Schreiben oder mit den Mädels schreiben und das tun sie nicht, sondern das macht irgendeine Agency für die. Feiere ich jetzt auch nicht. Naja, check ich auch. Das ist halt das Business, ne? Das ist nicht nett. Bist du nackt bei deinen... Ja, schade, dadurch, dass du keine Nacktbilder hast, bist du raus. Wie stehst du dazu, Nummer 2, also so insgesamt? Poste auch Bikini-Bilder auf Instagram und mich interessiert das nicht, wer da über mich spricht oder so. Jeder soll das machen, was er möchte, solange er damit keinen verletzt. Why not? Hast du da noch ein kurzes Bikini-Bild für mich? Okay, cool. Basierend auf diesen Antwort musst du jetzt aber... Ey, das ist fies. Nee, musst du! Ja, okay. Ich hab das Gefühl... Ich habe das Gefühl, die 2 hat einen viel besseren Körper, als man gerade sieht durch das Outfit. Ich glaube, dass das Outfit voll aufträgt. Ich muss ein kurzes Resümee machen. Dankeschön für die Antworten. Kurzes Resümee. Also, wir haben Kandidatin 2, die eigenständig arbeitet, ihr Geld verdient, kommt aus einer wohlhabenden Familie. Sie hat mein Herz. Nein, okay. Die auch sehr, sehr gut mit der Situation umgegangen ist, was ihren Ex-Freund an... Ich glaube, er wird die 2 nehmen. ...gesagt hatte, ne? Also... Also, dass die 1 rausgewordet wird. Wir sind auch nicht im Streit auseinander, wir sind ja erwachsene Menschen. Finde ich sehr, sehr cool, die Einstellung. Also, das zeugt auf jeden Fall von Größe. Ey, chill mal mit dem Rätsel. Das dauert eh ganz kurz, bis es auf YouTube kommt und so. Alles gut, wir gucken es doch gleich. Chill mal jetzt. Und Nummer 1 ist ja auch, ich glaube, eine sehr, sehr fröhliche, happy Natur so an sich. Die Cosplayerin ist, by the way, eine aktive Stegi-Chatterin. Oh no. Das ist sehr, sehr cool auch. So auch, ey, ich habe einen Finger verloren, aber ich bin... So, das wäre ein Fact, der wichtig wäre, Bro, weil dann würde ich die 1 safe rausvoten. Ist mir scheißegal mäßig, ich ziehe mein Ding durch, ich arbeite und andere würden sich da voll so reinschützen und so voll in diese Mitleidsrolle rein, so. Sie gar nicht. Taffe, ja, Powerfrau. Powerfrau, finde ich richtig cool. Geil. Deswegen, also, wir haben 3er. Mein Junge. Amar, du bist 40, Digga. Bro. Amazing. Bro. Nein, okay. Also, Kandidatin 1. Nein, haha, war Spaß. Außer? Also war Spaß, aber also, ich meine, also, you know? Oh, okay, Kandidatin 1. Du kannst. Unless. Okay, spätestens jetzt muss die 1 raus, Bro. Also das ist ja wirklich unterirdisch cringe gerade. Wie ein Ninja. Hi. Hi. Schön, dass du da bist. Hi. Hi, komm her. Hi. Willst du dein... Was ist dein Look? Also ich mach gerade Spider-Gwen von Spider-Man, passend zu dem Spiel, was neu rausgekommen ist. Ah. Digga, sie macht kurz Placement, Bro. Und Digga. Ich dachte mir mal, vielleicht wäre das eine gute Idee. Wird sich revealen? Mit demselben Haare. Der so Reveal. Cool, ne? Einfach Amar-Cosplay. Wünschte. Grüne Haare. Puh. Moin. Boah, schwitzig. Okay, ein sieht bisschen. Aber fresh aus. Sie sieht gut aus. Geil, sieht eigentlich aus. Ja, eigentlich grün. Ist hübsch, ja. Hi. Bleibt genauso cool fröhlich aus. In deinem Leben. Ja, ich glaube, die Haare haben richtig gelitten, Alter.
Die Haare sehen richtig totgefärbt aus, Mann. Immer. Hat auf jeden aber Fall fresh. Sieht fresh aus. Ja, danke. Mitzumachen. Ich liebe deine Fortnite-Streams. Ja. Okay, allerspätestens jetzt, Bro. Allerspätestens jetzt muss die 1 gewonnen worden sein. Es tut mir unfassbar leid für die Dame, aber Bro, spätestens ab jetzt hier. Gucke ich immer. Ja. Ich war auch schon Level 140. Aber ich werde trotzdem immer gerippt. Mathe, dass du da warst. Danke. Tschüss. Ciao. Ah, da hey, sie sah mega cool aus. Ja, mega. Mit den grünen Haaren. Voll hübsch. Das macht in meinem Kopf gar keinen Sinn, dass jemand Level 140 in Fortnite ist, Amar-Streams guckt und Onlyfans macht. Das sind irgendwie Sachen, die passen alle nicht zusammen. Digga. Ist auch was unter das macht gar keinen Sinn. Also von daher. Ja. Real Talk, das macht keinen Sinn. Ich weiß Sinn, auch, wie deine DMs nachher aussehen werden. Wenn nicht hier die Gewinnerin dich komplett überzeugt und davon gehen wir aus. Wir haben eine Gewinnerin. Du kannst jetzt hervorkommen. Alter. Hallo. Hi, Ladies First. Hallo. Hi. Alter. Hi. Hallo. Ja, freut mich. Ich habe nicht ganz so ein cooles Outfit. Aber. Ich glaube, es ist die beste, die zu Amar passt. Ist aber jetzt auch nicht so mega fit, würde ich sagen. Richtig hübsch aus. Danke. Ja, ich bin extra aus Dortmund gekommen. Echt? Ich habe gesehen, du bist Dortmund-Fan. Ich kannte dich vorher tatsächlich gar nicht, muss ich sagen. Aber ich habe mal dein Insta ein bisschen gestalkt. Ich habe gesehen, viel im Stadion. Ja. Du auch? Ja. Ich war jetzt Freitag noch. Ja. Ah, du warst gegen Bremen da? Ja. Mhm. Alter. Auf der Süd. Auf der Süd sogar? Mhm. Wo sonst? Alter. Man muss ja das ganze Feeling mitnehmen. Mhm, okay. Redet doch weiter beim ersten Date. Was denkst du? Ehrlich. Ja. Blond und dicke Hupen, mehr will Amar nicht. Ich sag dir ehrlich. Ich auch nicht. In dem Sinne. Heute sollten wir zusammen ins Stadion, würde ich sagen. Super gerne. Oh mein Gott, ich glaube, ich habe das erste Mal wirklich ein Ex-Sohn. Oh, nur ein fetter Arsch. Hey, Leute, ich schreibe das mal in die Kommentare. Sollen wir zusammen einen Stadion-Vlog machen? Das wäre cool. Also, nö, bitte nicht. Bock drauf? Gar kein Ding. Bei mir findet man immer die große Liebe. Das ist insane. Die kommt so, okay, geht in den Sonnenuntergang. Okay. Auf ein Date. Yeah, Dummy ist im Chat. Ja, ist perfekt. Was voll. Das ist so gut. Amar war ein guter Gast, Mann. Ich mochte wirklich. Es war eine sehr gute Folge, Bro. Real Talk. Amar hat abgerissen.